Ich freue mich, dass alle da geblieben sind. Ich bin kein Professor, keine Professorin, aber Königin der Lego-Scheine ist natürlich ein wunderbarer Titel. Vielen Dank. Ich arbeite auch an der Fakultät Informatik, wie der Professor vorhin in der ersten Vorlesung. Ich habe Elektrotechnik in Rostock studiert, bin also Ingenieurin, Diplom-Ingenieurin. Und als Ingenieur kann man ganz viele Tätigkeiten ausüben. Und ich habe das Glück, dass ich hier an der Universität mit Robotern und Roboterbaukästen und sogar mit Legosteinen arbeiten darf und in ganz vielen Projekten Kinder für Informatik, für Programmieren, für Technik interessieren darf. Aber auch unsere Studenten lassen wir mit den Roboterbaukästen Spaß am Programmieren, am Studieren kriegen, dass sie in den ersten Semestern im Team Roboter zusammenbauen, die kooperieren lassen und dann ihre Stärken und Neigungen dabei erkennen können. Wer von euch hat denn einen Roboterbaukasten zu Hause? Oh, das sind ja schon ganz schön viele. Das ist toll. Es gibt nämlich Roboterwettbewerbe wie der RoboCup Junior, wo du schon gucken warst, oder die First Lego League, wo sich Kinder weltweit mit diesem Thema beschäftigen und mit Lego-Roboterbaukästen oder selbstgebauten Robotern in Wettbewerben ihre Ideen austauschen und auch erforschen und ihre Ideen präsentieren, wie man zukünftig wenigstens warnen kann rechtzeitig vor Naturkatastrophen oder mit Robotern den Menschen helfen kann. Und dazu haben wir heute drei Teams eingeladen, die euch zeigen werden, was sie im letzten Jahr erforscht haben, was sie konstruiert haben für Roboter, welche Aufgaben diese Roboter schon schaffen, und die werden das heute präsentieren. Die drei Teams sind die Einstein-Tüftler vom Einstein-Gymnasium, das Team Virus, noch ganz jung. Und ich sage jetzt mal das Team Robotics, obwohl es mehrere Teams sind, weil sie bei der First Lego League und beim RoboCup teilnehmen, aus Burg. Ja, dann bitte ich euch mal gleich nach vorne. Das Team Einstein wird uns jetzt zuerst die First Lego League Aufgaben vom letzten Jahr ein bisschen erklären und dann zeigen, wie ihr Roboter die Aufgaben gemeistert hat. Wir sind die Einstein-Tüftler vom Einstein-Gymnasium. Ich bin der Christoph, das ist die Sarah, der Paul und die Maurice. Also, was ist First Lego League? First Lego League ist ein Wettkampf für Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren. Dort müsst ihr einen Roboter bauen und programmieren. Zudem kriegt ihr eine leichte Forschungsaufgabe, die ihr präsentieren sollt später. Bewertet wird in den folgenden Kategorien. Zum ersten Mal halt im Forschungsauftrag, im Roboterdesign, ob er wirklich gut aussieht, der Roboter. Des Zweitens im Teambewertung, halt ob euer Team gut zusammenpasst. Und als letztes noch im Robot-Game. Halt als wichtigste Aufgabe, welche wir dort sehen können. Jedes Jahr gibt es ein bestimmtes Thema zum Wettbewerb. In den letzten Jahren waren das Logistik, Medizin, sichere Lebensmittel, Unterstützung der Senioren im Alltag und Naturkatastrophen. Ihr bekommt die Aufgabe, euch ein Problem dazu rauszusuchen und dazu eine Lösung zu finden. Wichtige Quellen dafür sind zum Beispiel das Internet, Bücher, Experten oder vielleicht eure verhassten Lehrkräfte, also eure Lehrer. Ja, ihr könnt euch auch Experten suchen in verschiedenen Fachbereichen. Weitere wichtige Informationen könnt ihr zum Beispiel durch Experimente oder durch Besichtigungen von verschiedenen Orten sehen. Das Team Virus hatte als Forschungsthema sich den Tsunami vorgenommen. Hallo erstmal, wir sind das Team Virus. Normalerweise sind wir zu sieben, heute sind wir nur vier, da die anderen leider keine Zeit hatten. Das ist Wova, das ist Pavel, das ist Tim und ich Tobias. Unser Team gibt es seit 2012 und unser erster Wettbewerb war letztes Jahr bei der First Lego League, bei der wir sehr erfolgreich waren.
Zu unserer Forschungspräsentation. Das Gesamtthema waren Naturkatastrophen. Wir haben uns allerdings den Tsunami ausgesucht. Tsunamis, also für die, die es nicht wissen, sind große Wasserwellen, welche eine große Zerstörungskraft haben können. Tsunamis entstehen oft durch Erdbeben im Meer. Große Tsunamis können 30 bis 40 Meter hoch werden, diese dann auch eine große Zerstörungskraft haben. Jedes Jahr gibt es sehr viele kleine Tsunamis, die allerdings nicht weiter große Auswirkungen auf die betroffenen Länder bzw. Städte oder Inseln haben. Alle Jahrzehnte aber gibt es große Tsunamis, welche dann eben große Auswirkungen haben und die so ziemlich alles fast zerstören. Beispiele dafür ist zum Beispiel 2004 in Indonesien. Dort sind über 200.000 Menschen ums Leben gekommen. Oder in Fukushima 2011, bei dem das Kernkraftwerk beschädigt wurde. Wir haben uns mit Tsunamis auseinandergesetzt und darüber nachgedacht, welche Probleme können auftreten und wie wir sie lösen können. Das Gesamtergebnis wurde hier an unserem Modell dargestellt. Welchen Platz habt ihr denn gemacht dieses Jahr bei der Forschungspräsentation? Mit der Forschungspräsentation haben wir den 3. Platz erreicht. Aber im Robot-Game wart ihr? Der 1. Platz. Ein Applaus. Also unser Thema dieses Jahr waren Naturkatastrophen und auf dem Spielfeld sind Naturkatastrophen dargestellt. Ich denke mal vor allem Hochwasser. Und das Ziel ist es am Ende, alle Fahrzeuge dort hinten in den sicheren Bereich zu bringen und die Menschen in die andere Ecke dort hinten. Jetzt retten wir den Hund und die Katze und schlagen ein lockeres Blatt von der Palme und es sollte eigentlich nicht auf den Strommast fallen. Als nächstes lassen wir das Flugzeug dort in den sicheren Bereich fliegen und lösen die Wellen für eine Tsunami-Übung aus. Ja, der Tsunami jetzt haben wir die Wellen ist ausgelöst. Als nächstes wollen wir den LKW dort in die Base bringen, da dort viele Lebensmittel drin sind, die die Menschen im sicheren Bereich dort hinten brauchen. Ein Applaus für den Roboter für Team Einstein. Vielen Dank. Und als nächstes kommt das Team Virus. Team Virus hat noch die ältere Variante des Roboterbaukastens, aber offenbar sind sie damit ja trotzdem Sieger geworden im Robot-Game. Auf die Plätze, fertig, Schluss. Die Zeit läuft. Die Haustiere wurden gerettet. Als nächstes wird der Krankenwagen in Sicherheit gebracht. Ihr habt eine andere Vorrichtung, ja, um ihn einzufangen und zu transportieren. Jetzt steht er auf der Flugbahn, aber das Flugzeug wird ja nicht starten, also keine Gefahr. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ein Applaus für Team Virus. Es hängt halt auch immer ab, wie voll der Akku ist, weil wenn der Akku komplett vollgeladen ist, dann funktionieren die meisten Aufgaben nicht. Ja, also erstmal zu unserem Team. Da gehört der Leonard, der Kilian und der Joubert dazu.
Und ich, die Jill, auch. Wir haben uns halt mit der Aufgabe beim Rescue uns überlegen müssen, wie wir ein Opfer retten. Und da mussten wir erstmal durch Linienverfolgung hinkommen. Das heißt, durch eine ganze Arena, die man auf dem Plakat hier sehen kann, sind solche schwarzen Linien geklebt. Den muss der Roboter folgen, zwischendurch Hindernisse wie zum Beispiel die Lücke überfahren oder solche Hügelchen und diese große Dose umfahren. Das können wir auch einmal zeigen mit dem Roboter von Jobea und Kilian. Ja, das ist bei diesem Roboter das Problem. Der überfährt nicht immer diese kleinen Hügel. Manchmal schon. Darum fährt er jetzt die Dose. Das klappt relativ gut. Und dann muss er halt die Linie auch wiederfinden, um dann in die nächsten Räume fahren zu können. An dem Roboter hier hinten ist ein Greifarm dran, der funktioniert nicht hundertprozentig, und zwar um das Opfer zu retten, das man im letzten Raum findet. Und es gibt zwei Liegen, sage ich mal, einmal die Primary und die Secondary. In der Primary muss diese Dose in eine kleine schwarze Ecke geschoben werden und in der Secondary auf ein Podest gehoben werden. Das ist dann nochmal anspruchsvoller, also schwieriger. Das haben wir nicht geschafft, dieses Jahr zu lösen. Aber da kommen wir noch hin. Ja. Ja, ihr habt ja auch gerade ganz neue Technik im Einsatz. Da müsstet ihr euch ja erst mit bekannt machen. Ja, die Roboter sind ja noch nagelneu, so wie ich das sehe. Ja. Die gibt es ja auch noch nicht lange. Und ihr habt uns auch noch zwei andere Erfindungen mitgebracht, ja? Genau. Einmal den Hund, den hat der Leonard gebaut und programmiert. Der kann, glaube ich, bellen und den Kopf hoch und runter bewegen. Dann zeig uns das doch mal. Und stell ihn so, dass die Kamera ihn sehen kann. Ich muss den in die Mitte stellen. Oh, ist der süß. Ein Applaus für Leonard. So, und dann hat der Kilian eigenständig zu Hause eine Würfelmaschine gebaut. Also, ich interpretiere da jetzt einfach mal, dass der sich irgendwie dreht und dann die Würfel auskippt. Aber das kann er ja einmal zeigen. Ja. Vielen Dank an das Team Robotics. Da kann man nicht schummeln. Ja, das war euer Applaus. Nochmal vielleicht, ich habe dazwischen geredet. Und die Zeit ist fortgeschritten. Wir wollen jetzt mit euch noch ein kleines Experiment machen. Mit euren Legosteinen, genau. So, der Leonard kriegt jetzt das Mikrofon und der wird euch mal dieses Konstrukt erklären, was sie sich dabei gedacht haben. Also wir dachten, dass das hier ein Flugzeug ist, das gerade, und hier ist das Wasser drin, wo das Flugzeug das Wasser aufnehmen kann, dass das hier alles löschen kann. Das hier ist dann nochmal irgendwas. Und hier ist einfach ein Hafen. Ja, und hier die blauen Steine, die sind eben halt ein bisschen Wasser, das schon genommen worden ist. Ja, und hier ist dann nochmal eine Treppe, wo es hier hochgehen soll. Ja, vielen Dank. Hier vorne kam der Vorschlag, das ist ein ganzer Flughafen, was ihr hier gebaut habt. Der in Berlin funktioniert nicht, aber der hier sieht ganz gut aus. Vielen Dank, dass ihr so kreativ mitgewirkt habt. Ich bitte nochmal alle Teams nach vorne, die ihr heute als
Kinderuni-Professorin vorne gestanden habe. Team Virus. Gut, und ich denke, wenn ihr in dieser Situation gewesen wärt, die Aufregung und den Mut zu haben, sich vor so vielen Zuschauern zu artikulieren, über Ideen zu sprechen, das müssen wir nochmal mit einem ganz besonderen Applaus würdigen. Und als Dankeschön. Applaus